by the sea, and how I always wonder if this means my lungs are filled with sand. I tell you, I heard salt water can wash clean almost everything, so I use the tears to rid myself of the mud that gathers underneath my chest on days. The world around me is drowning. 4. You tell me I'm sweet, and I wonder if this means I'm soluble. It's like sugar at the tip of your tongue I will dissolve, if only then you realize you need more of me, or maybe less. 5. It's a cold night, and my body is giving me more than enough reasons to hate it. I'm not able to give you all the parts of me I promised were yours to love when I first laid in your arms. I feel sorry, and I stare at you in silence, and you have a sweet tooth. So I honey glaze my apologies, raise my fingertips to your lip, and watch as they drip slowly into your mouth. I pray you accept them. I feel sorry, but I only stare at you in silence. 6. It's a full moon night, and we can't fall asleep. We lay at the end of the bed, feet tangled up in one another, our thoughts flailing to the sounds of their separate rhythms and heartbeats, thumping so harmoniously as if in prayer, so irregularly, it reminded me of our mortality. Falling asleep that night, I dream us infinite. 7. I run my fingertips across your bare chest, spelling out the names of every bone that had to bend and stretch just so we could melt into one another the way we have. Epilogue. It's been a year since we last talked. My mind is turning into an etch-a-sketch, all memories of you are pixel. I think of myself when I think of you, and my mind has been hungry to skinny dip into a pool of your memories. Some nights, I go to bed without you having crossed my mind. I remind myself to think of you, then remind myself to forget about you. Thank you. مرا عشق توی همزاد آتش داده بر بادم، مرا عشق توی همزاد آتش داده بر بادم، به دام عشقت افتادم که از بند خدا زادم. به سوزان پر به بادم ده، منم سی مرغ دنیایت که با تو یاد رستمم. دیگر رفته است از یاد. غرور سربلندی در سرم افتاده بود اینک، تو خانه هشتمی آوخ که در چاه تو افتادم. سیاه پوش و سیاه لبخند، ماه هر شب شعرم، مرا این بخت کوتاه هست، گر بر بام فریادم، منم آن روی سرد سکه در بازار دستانت که در بازار گرمی تو من از رونم افتادم. زمستان پیش چشمان بهار روز جان داده است، دلم آبستن شادی و زیبایی است همزادم. اوکی. Das war eine Gazelle von mir im Persischen. Ich sage vielleicht ganz kurz ein paar Worte über meinen Werdegang. Ende 2010 kam ich hier an, in Deutschland, in Weimar. Und habe mich bewusst entschieden, in Deutschland zu schreiben. In jener Zeit besuchte ich einen Intensivdeutschkurs und hatte Albträume, in denen jemand von mir meine Muttersprache wegrauben wollte. Ich wollte alles tun und kämpfte darum, meine Muttersprache zu behalten. Also das ist mein erstes Werk, wurde in Deutschland verfasst, wie gesagt, Muttersprache. Die Stimmung ist aber etwa orientalisch. Muttersprache.
In deinen Augen trägst du den Sternenhimmel. Und ich suche meine Muttersprache dann. In deinen Augen trägst du den Sternenhimmel. Und ich suche meine Muttersprache dann. Du wirst kommen, du kommst ganz sicher, das Wetter wäre wärmer, Sekunden wären länger. Ich frage mich, wie spät es ist. 25 Uhr. Die Uhr lugt niemals. Die Zeit wird älter. Ich denke an jemanden. Sprachlos werden die Worte. Wer außer mir könnte die Sprache der Winde erahnen? Eine Spalte verrät das, du zu mir kommen ließ. Der duftende Schmuck wurde deine langen Haare sein, fließen wie ein Wasserfall. Du siehst aus wie immer, nur das Spiegel, Kette, Berge aber versinken, du gehst durch deinen Weg. 26 Uhr. Also das ist tatsächlich nicht abgesprochen, aber ich habe einfach mitgemacht. Das zweite Werk, das zweite Gedicht, ist das ich vortragen wollte. Das hat tatsächlich so eine andere Stimme, aber trotzdem möchte ich gerne das vortragen. Und zwar, das Werk heißt Den Brot. Ich sage vielleicht ein paar Worte zu seinem Hintergrund. Und zwar, 2012 gab es einen Preis für die iranische Aktivistin Nasrin Sotoudeh und den iranischen Filmregisseur Jafar Panahi. Jeweils 25.000 Euro. Mit Straßburg wurde der Preis verliehen. Dieser Preis war symbolisch ganz schön für die Stärkung der Menschenrechte im Iran. Gleichzeitig haben aber 3 Millionen Iraner Hunger geschlafen. Das hatte großenteils mit den Sanktionen und mit der Inflation im Iran zu tun, die durch westliche Länder auferlegt und verursacht wurden. Nun stellt sich die Frage, ob wir uns wirklich für die Menschenrechte interessieren. Ob es uns vielleicht etwas ausmacht, wenn Millionen Menschen hungrig schlafen. Parallel lief auch im Fernsehen nochmal dieses Thema Eurotumschirm. Und da habe ich mir auch überlegt, warum interessieren wir das Wort Eurotumschirm? Ne? Ich habe mich gefragt, warum interessieren wir uns eigentlich nicht für die Menschen? Warum nicht Menschenrechte, warum Eurotumschirm? Und dann, also diese drei Hintergründe, wie gesagt, mit Euro-Rettungsschirm, Menschenrettungsschirm und dann mit dem Preis, wie gesagt, in Straßburg. In diesem Werk versuche ich mich in die Lage eines einfachen, armen Vaters hineinzuversetzen. Den Brot. Den Brot, glaube ich, habe es aber nicht. Nie gefragt wurde ich, woran ich glaube, warum wir Gläubige sind, meine Familie und ich, die im Interesse keines Menschenrettungsschirms auftreten dürfte. Meine Familie und ich, deren größtes, unerwünschtes Festival das Leben war, in dem uns die Gäste der Gäste nur schwer fielen. Das Wort Würdigung durften meine Kinder lediglich in Schulbüchern lesen und diktierten es stets falsch, interpretierten es dennoch weinend, durch es stocken. The father is mostly absent, back home at work. Our father was there with us, on the wooden table in the shade, reading Il Sole 24 Ore. Amazing job, right? Yeah. You guys.
done now. I think we are all done now here. Sitting down, glass of wine with a hug. So lots of amazing stuff, but fucking get up now. Everybody get up your chairs now. So everybody has a white chair, you can stack them into each other's back. Everybody give Barack a fucking amazing cheer! Thank you very much. Have a good night. You're an awesome crowd. Thank you and good luck. Thank you, Mara. Yeah, stack the white chairs into each other. You can bring them down into the hole down there. And the brown chairs, guys, get them out of here. We need to move now. Put your bags and your jackets. Come on.